Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Wir sind mittlerweile auch schon bei 14? Müsste 14 sein. Yo! Und letzte Folge haben wir den Drachenreiter gelegt. Uns ein wenig gelevelt, wenn ich mich nicht irre. Jo! Oh, auch schon wieder 20 Stärke, 16. Warte mal. Was habe ich denn gerade hier? Auf 2... Okay. Was habe ich denn für Waffen? Sie brauchen das gerade Schwert, bringt mir nichts. Bastardschwert müsste ich eigentlich benutzen können. Und davon habe ich ganze 3 Stück. Großschwert des alten Ritters. Muss ich, glaube ich, so machen. Brauche ich 25 Stärke und 12 Beweglichkeit. 20, 11. Ja, dann probieren wir doch mal das. Jo, wir können noch mal rollen. Na, ja, doch, probiere ich mal mit dem Bastardschwert. Ah, habe ich noch. Ja, natürlich schaue ich wieder vorbei. Was glaubst denn du? Okay, du hast noch welche. Das ist gut. Gut. Aber ich habe keine mehr, oder? Oder ich probiere die helle Bade. Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Lass mich mal kurz Movesets testen. Ja, ich sollte vielleicht schon genug Stamina noch haben. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, ähnlich wie in Dark Souls. Was gibt denn die Rennattacke her? Ja, natürlich. Ja, warum auch nicht? Also helle Barde sieht schon lustig aus. Was hat das für D und C? B und E, C und C. Ja, ich würde fast sagen, wir schauen erstmal noch. Und je nachdem, rüste ich dann hoch. So, passt. Kaufe ich noch eine Scherbe bei dir? Dann kann ich das nämlich gleich hochhauen ein bisschen. Auf 2, glaube ich. Ich brauche eine Scherbe, danke. Nicht kaufen. Verstärken! So. Und zwar das Bastardschwert. Einmal. Und zweimal. Schön. Ja, wir sehen uns wieder. Ist natürlich klar. So, aber ich sollte vielleicht eine Sache im Voraus. Das heißt im Voraus 3 Minuten rein, ne? Aber ich sollte vielleicht eine Sache klarstellen. Warte mal, habe ich. Ja, danke. Ah, edler Knochenstaub. Verkohlte aschende Knochen werft sie in das ferne Feuer in Majula, um bei dem Flakot-Einsatz wiederhergestellte TP zu erhöhen. Dann machen wir doch gleich mal. So, zerburn die Scheiße. Und eine Kraft hat den Estus-Flakot gestärkt. Wunderschön. So, jetzt müssen wir Estus auf 1 haben. Haben wir Estus auf 1? Jo, wir haben Estus auf 1. Schön. So, was ich im Voraus klarstellen. Da ist einer. Yay! Im Hexenset. Was ich vielleicht ja endlich mal raushauen sollte. Und zwar, es tut mir wirklich leid. Aber es ist nicht mehr wirklich ein großartiges Blind Let's Play. Ich konnte es mir nicht wirklich nehmen. Ich habe auf meinem anderen Char, beziehungsweise auf 2 anderen Chars, habe ich schon, naja, weitergespielt. Und das nicht wenig. Ja, Dark Souls 2 hat mich einfach gepackt und dann musste ich einfach. Ich musste einfach suchten. Es ging nicht anders. So. Wir haben Rufsymbole. Ich habe aber nicht vor, jetzt schon mal jemanden zu rufen.
Ich gucke erstmal, ob ich noch Wurfmesser habe. Nö, scheint nicht so. So, dann rede ich mal mit dir wieder. Ich krieg von dir ein paar Wurfmesser. Danke. Und dann, wie gesagt, reden wir nochmal mit dir. Yay, yeah, wir kriegen was geschenkt. Ein silberner Schlangenring. Alles klar. Wunderschön. Damit kriegen wir mehr Seelen. My name is Malentia. Danke dir, Malentia, für den Ring. You're a stranger to this land. Oh, we get as strangers these days. Everybody's gonna run off. Ey, guck dich mal um. Mich wundert's nicht. Drang Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. And the giants crossed the sea. Den letzten haben wir gerade platt gemacht, also, was heißt gerade, vor ein paar Folgen. Ja, ich weiß. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all my things right with me. Das ist ja nicht wirklich viel. Ja, ich muss meinen Fluch loswerden. Was meinst denn du? They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you know what they also say? Don't believe what an old hag says. Na, du wirst ein ziemlich guter Merchant, also. It's high time that I pick up a move. Ja, das wollte ich haben. Das wollte ich erreichen. Das freut mich aber. Ja, leider. So, wenn wir jetzt hier ins Leuchtfeuer setzen, dann passiert Magic. Und fupp, sie ist weg. Magic! Ja, ich weiß, dass sie weg ist. Nein, ich will den da oben anvisieren. Und jetzt hätte ich gerne meine Wurfmesser, die ich gerade gekauft habe. Und sag tschüss. Gut, dann locke ich nochmal dich. Komm her, mein Freund. Ich werde dir mal ein neues Schwert ausprobieren. Oh, nice. Nice, gefällt mir. Gefällt mir gut. Na also, geht doch. Großschwert for the win. So, wir müssen nochmal hier kurz runter. Weil ich habe hier was übersehen. Und tschüss. Oh, da kommt die ja schon. Und wie ihr gerade gesehen habt, auf dem einen habe ich einen 200er Hit gelandet, auf dem anderen 181, wenn ich das gerade gesehen habe. Und das hängt mit dem Direct-Hit-System zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Folge schon mal behandelt habe. Und dieses Direct-Hit-System gab es auch schon in Demon's Souls und in Dark Souls 1. Allerdings nicht auf allen Waffen, sondern nur auf Hämmern, Keulen, Ähnlichem. Und das ist auch der Grund, warum ich mir nicht sicher bin wegen der Hellebarde. Und zwar, die Hellebarde macht nur ihren Optimum Damage, wenn sie mit ihrer Klinge trifft. Also vorne mit dem ganzen Ding. Wenn jetzt irgendwie ein Feind zu nah dran steht und du erwischst den mit dem Griff, dann machst du um einiges weniger Damage. Und das ist, naja, nicht so gut, ne? Wie sich manche von euch vielleicht vorstellen können. So, ich habe auch rausgefunden, wie man diese Tür aufmacht. Und zwar, man macht die einfach mal Lärm. Und wartet 5 Sekunden. Fünf Sekunden sind rum. Danke, Jack. Und down. So, da kommt noch einer. Und down. Und hier ist noch einer drin. How about no? Und Backstab! Tschüss, Mann. So, und hier haben wir noch eine Kiste.
Ist jetzt nicht allzu wichtig, was hier drin ist, aber es ist nützlich. Also der Lebensring macht jetzt nicht allzu viel her. Erhöht unsere maximale TP um eine bestimmte Anzahl. Jetzt sind es 42. Ich schätze mal, der hat fast den gleichen Effekt wie in Dark Souls 1. 0,5% deiner Health oder sowas, was ist jetzt nix. Und dann haben wir hier noch den silbernen Schlangenring. Dieser Silberring zeigt eine Schlange, die Dienerin und zugleich Manifestation des Gottes der Gier. Zadro, was? Dieser Silberring zeigt eine Schlange, die Dienerin und zugleich Manifestation des Gottes der Gier, Zadro ist. Warum ist dann ist? Na, also über die Translation, ne, mache ich mir jetzt mal keine großen Sorgen. Da haben sie schon einiges versaut. Aber sei's mal drum. So, jetzt haben wir alle diese wunderschönen Objekte oder diese positiven Statuseffekte da oben auf dem Bildschirm, was mich freut. So, du kommst mal her, mein Freund. Autsch. Ich sagte, du kommst mal her, mein Freund. Och, natürlich. Explosive Fässer. Ihr seid Schweine. Ihr seid Schweine. Hätte ich das gewusst, wäre ich da vielleicht ein bisschen schneller abgehauen. Whoops. Nun gut. Hältst du die Fresse? Hast du es gewusst? Warum hast du da nichts gesagt? Naja gut, gehen wir mal hin von der anderen Seite. Da muss ich mich auch nicht mit dem Großen rumklatschen. Sondern nur mit den... Vielleicht auch nicht. Gehen wir mal einfach mal hier lang. Die Crystal Lizard haben wir. Jo. Stehen hier draußen zwei Typen. Die wir kurz platt machen. Oder auch nicht. Wir sehen ihn an. Und tschüss. Also geht doch. Es geht doch alles mit ein bisschen Willen. Und dann gehen wir mal hier hoch. Autsch. Und tschüss. Nice. Oh, Gegenstand. Ein schimmernder Lebensstein. Auch nicht schlecht. Den nehmen wir doch mal mit. Und schauen uns hier oben um. Sind hier eigentlich Illusory Walls? Ne, dahinter ist ja nichts. Illusionswände macht man handhaben sich auch nicht mehr so wie in Dark Souls 1, wo du sie noch einfach geschlagen hast. Sondern du musst jetzt echt davor stehen und A drücken. Und das macht's fast schwerer, würde ich fast sagen. Okay, hier liegt noch ein Item. Das habe ich zum Beispiel schon mal nicht gefunden gehabt. Also. Nein. So und so. Also wie gesagt, Dark Souls zeigt einmal mehr, dass... Na... dass man doch in wirklich jede Ecke gucken muss, um, naja, zu zeigen, was es alles gibt. Der Verfolger. Ach, gegen dich habe ich auch schon gekämpft. Aber ich weiß ja jetzt, wie du gehst. Oder auch nicht. Gut, ich glaube, dafür nehme ich meine kleine Waffe. Ja, ist glaube ich besser. Komme ich persönlich besser mit klar. Und ich sollte mir vielleicht ein besseres Schild zulegen.
Obwohl, brauche ich nicht, weil nach dem Fight kriegt man eine ziemlich gute Rüstung mit Schild und Schwert. Deswegen lasse ich das jetzt mal noch kurz. Rüste mir mein... Nein, nicht... Nein, man, was machst du? Boah, entschuldigt mich. So, ich brauche mein kleines Schwert. Da ist mein kleines Schwert. So. Und bergab. Gut. Ach, und in das Gebiet da kann man auch runter. Nur ich bin mir nicht mehr sicher, ob es wirklich noch so läuft wie in Dark Souls und Dark Souls 2, ob das prozentual ist von der Health, was die abgezogen wird oder nicht. Deswegen bin ich da mal vorsichtig, bevor ich da runtergehe. Backstabbing! Und tschüss. Und ein Lebenstein. Na, das freut mich doch. Probieren wir uns nochmal an dem Boss und... Ja, das müsste dann eigentlich funktionieren. Na, komm. Na gut, dann kümmere ich mich halt zuerst um dich. Und tschüss. Und jetzt du da mit deinem Schild. Block mich nicht. Och, die Wand. Die Wand. Und tschüss. Das finde ich persönlich einen richtig geilen Challenge, dass wenn du blockst und dein kompletter Stamina wird runtergehauen, dass du in eine Front-Step-Animation kommst. Ich schnapp mir erstmal mein Blut und dann warte ich mal, bis du kommst. Und das war meine komplette Stamina. Und tschüss. Ach komm, warum habe ich jetzt so Probleme gegen den? Das gibt's doch gar nicht. Ja. That's quite unfortunate. Was denn? Ja, yeah. Ich probier's. Aber das Schild will ich mir nicht unbedingt kaufen, weil ich dahinter halt direkt ein geiles Schild krieg. Nach dem Bossfight. Naja, komm, sind wir mal so frei. Rüsten doch wieder unser Bastardschwert aus. Und probieren es noch einmal. Und dann werden wir sehen. Was? Ich hab keine Chance. Das werden wir ja sehen. Du hast keine Chance. Ich schmeiß dich nachher auf den Grill. Doch, das werde ich tun, wenn du mir weiter auf den Keks gehst. Autsch. Hat der was fallen lassen? Jo, hat er. Das verwirrt mich immer ein bisschen, gerade wegen den Seelen und die Items sehen gleich aus. Das ist... bisschen doof. Hör auf. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Ja, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Brauchst du mir nicht sagen, Chicken. Ich muss immer noch einen Namen für dich finden. Nee, finde ich nett. So, auf ein neues! Uah! Nö. Ich bin vielleicht bescheuert, aber dann ganz dumm bin ich auch noch nicht. Das kannst du gerne den ganzen Tag machen, da kann ich dich nämlich immer schön danach angreifen. Nein, 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 nein.
Na komm. Schieß. Ha! Down. Later, Loser. Okay, das war jetzt zwar nicht erwartet, dass es den wirklich insta-killt, aber sei's mal drum. Ah, Gott. Ja, ich weiß, das war dummes Glück, aber lass mich. Also hier die Ballisten, die ihr gerade gesehen habt, kann man so abfeuern. Und die machen anscheinend ziemlich guten Damage. Also schießen die eigentlich nur ein Projektil oder mehrere? Ne, die schießen drei. Gut, wenn alle treffen, ist wahrscheinlich vorbei, ne? Und ich hatte halt gerade Glück, dass er da seine Dreier-Kombo rausgehauen hat. Da habe ich gedacht, komm, probiert's mal. Nice. So. Ach, wunderschön. So, und hier haben wir einen von diesen Bäumen, den Melitia erwähnt hat. Und ich glaube, wir haben schon zwei andere gesehen. Auf alle Fälle, die Bäume hier, die machen eigentlich nichts, die sind einfach nur da. Aber sie haben eine besondere Fähigkeit. Und zwar, wenn du invaded wirst, dann haben diese Bäume eine Chance von so und so viel Prozent, einen Samen des Baums der Riesen oder sowas zu droppen. Das war eins von den Starter-Items. Und das Item gibt dir dann halt die Möglichkeit, Gegner, also hier Standardgegner, aufmerksam zu machen auf den Invader. Was so viel heißt wie alle normalen Mobs werden auch den Invader angreifen, was finde ich ziemlich cool ist. Boah, hier ist ja ein Schlachtfest passiert. Na. So, wir haben jetzt die Drangleic-Rüstung bekommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Bonfire oder gehe ich noch ins neue Gebiet? Ich gehe noch kurz ins neue Gebiet. Da kann ich dann da nämlich schön Schluss machen. Aber ich zeige euch kurz die Drangleic-Rüstung. Achso, gab ja keinen Kopfteil. Drangleic-Kettenhemd, Drangleic-Stulpen, Drangleic-Gamaschen. Ha, die Rüstung sieht einfach geil aus. Und du hast einfach mal ein fettes Cape. Und ich mach Fat Rolls. Fat Rolls for the win! Und das Schild, was ich erwähnt hatte. Das Drangleic-Schild. 100% physischen Block. Und 55 Stabilität. Das nehmen wir doch gerne. Und ein Schwert müssten wir auch dazu bekommen haben. Hier, das Drangleic-Schwert. 25 Stärke braucht man und 20 Dex. Ist auch ein Großschwert, ne? Jo. Okay, vertikales Moveset. Und es hat den Stich. Also hat es ein ähnliches Moveset wie das Claymore. Ist auch cool. So, Bastardschwert. Hat uns gute Dienste geleistet bis jetzt. Naja, drei Schläge gegen den Verfolger insgesamt, aber hey, immerhin. Alles klar. Haben wir den Verfolger mal kurz gefehlt und begeben uns nun in das neue Gebiet, wo ich dann Schluss mache, weil da direkt ein Leuchtfeuer ist. Herpaderp. Ich bin nicht der Verfolger. Was? Ist das ein Vetter von dir? Echt? Warum bist du verwandt mit einem Falken? Deine Familie will ich nicht kennenlernen. Und Flatsch. Schmeiß mich wenigstens auf die Beine, du Schwein! Verlorene Festung. Oho. Oho. Leuchtfeuer entzündet. Am Leuchtfeuer rasten. Fein gemacht. Fein. Fein gemacht.
So. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich für einen Ring austausche, weil ich bin mir am überlegen, ob ich mir den Klingenring anziehe. Erhöht körperliche Angriffe. Der Ring wurde der Lieblingswaffe des verrückten Ritters von Alken nachempfunden. Er verbessert körperliche Angriffe. Vor langer Zeit erblühten die Königreiche von Alken und Venn auf genau diesem Boden. Beide wurden jedoch von demselben Mann gegründet, verfielen jedoch in Rivalität und Bosheit. Das klingt mir nach einem schlechten Fall von Schizophrenie. Also multipler Schizophrenie, so. Du Schwein hast mein Land geklaut! Was laberst du eigentlich? Ja. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Und der Ring erhöht unsere Angriffe, wie ihr rechts sehen könnt, um exakt 20. Also das ist eine gesetzte Nummer, das wird nicht mehr, das wird nicht weniger. Auf genau 20. Ich lasse es jetzt mal noch. Ich lasse es mal noch und ich ziehe mal wieder was Leichtes an. Jo. Jo. Und jo. Jetzt haben wir unser Equip von vorher an. Aber ich mache, glaube ich, immer noch. Ne, aber ich mache schon kürzere Rollen. Ich muss meine Belastbarkeit hochleveln. Also auf geht's nach Majula. So geht das ja aber nicht klar hier. Oh Gott, wie lange ich die Folge schon ziehe, verdammt. Sorry, Leute. Reg du dich nicht auf? Dann geh doch. Geh doch und mach mir was zu essen, während du dabei bist. Und keine Körner. Gut, dann würde ich jetzt sagen, bevor ich es noch länger ziehe, beende ich hier erstmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Prepare to Die. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2. Macht's gut, see you later. Stay frosty, stay awesome und ciao. Ja, ich hab doch schon gewunken.